Mit der Joulebox Netzwerkkomponenten überwachen. Verfügbarkeit per Leuchtsignal und im Dashboard sichtbar machen. Konfigurieren Sie den passenden Flow im Node.js Editor. Über das Menü und Import gelangen Sie zur lokalen Bibliothek Ihrer Rulebox. Sie wählen den vorinstallierten WT-Ping-Subflow aus. Nun können Sie den importierten Connector auf die Arbeitsfläche ziehen. Konfigurieren Sie zunächst den Ping-Knoten. Geben Sie den Namen des zu überwachenden Gerätes und als Host dessen IP-Adresse ein. Wählen Sie aus den Rulebox-Nodes den Knoten Digital Out, um das Schalten einer Signalleuchte vor Ort zu ermöglichen. Für den Digital Out-Knoten können Sie ebenfalls einen Namen und den gewünschten Ausgang des Gerätes festlegen. Verbinden Sie beide Knoten. Zusätzlich können Sie eine Dashboard-Anzeige einrichten. Über das Menü und Palette Verwalten können Sie einen LED-Anzeigeknoten nachinstallieren. Einfach LED eingeben und Node.js Contrib UI LED installieren. Nun den Anzeigeknoten aus der Bibliothek auswählen. Im Konfigurationsfenster fügen Sie nun eine neue UI-Gruppe hinzu, die Sie zum Beispiel IP-Überwachung nennen. Optional können Sie eine Beschriftung für die Gruppen angeben. Jetzt können Sie auch den LED-Knoten mit dem Ping-Knoten verbinden. Bestätigen Sie mit Deploy. Wenn das Web.io erreichbar, also der Ausgang der Rulebox geschaltet ist, leuchtet jetzt das Lämpchen grün. Auch im Dashboard wird nun die Verfügbarkeit des Gerätes angezeigt.